Ich möchte mit so einem Ort nichts zu tun haben. Ihre Haltung versteift sich, als ihre Augen durch den Raum streifen. Aber ich höre, der Inhaber könnte mehr wissen. Sie sollten verschont zur Bar hin. Okay. Gut, dann haben wir das mit ihr auch mal geklärt. Die Piraten rülpsen hier rum. Frisches Obst und Bier hier. Okay. Das hier sieht wie ein Labor aus. Ohren. Die suchen wir eigentlich auch nicht. Ein Zwerg sitzt vor einem großzügig und seltsam eingedeckten Tisch. Gedämpfte Muscheln, die in konzentrischen Kreisen angeordnet sind, rundes Fladenbrot in Form eines gleichmäßigen Turms und Melonen, die in gleichmäßige Dreiecke geschnitten sind. Und doch ist seine Aufmerksamkeit auf die vier Tassen und die Flasche vor ihm gerichtet. Er hat die Tassen in einem fast perfekten Viereck ringsum die Flasche angeordnet. Also als du es dir ansiehst, sieht er sich herunter, um eine auszurichten. Die anderen bei ihm warten ruhig und beobachten das Ritual. Warten. Er hält den Atem an, greift nach der Flasche und misst beim Eingießen die gleiche Menge Wein in jede Tasse ab. Dieser Vorgang wiederholt sich drei oder viermal. Seine Gefährten sehen mit lang geübter Geduld zu. Ich verstehe, warum du all diese Zeit mit deinem Essen verbringst, wenn du es nicht wie ein lustiges Gesicht aussiehst. Verstehe nicht, warum du diese ganze Zeit verschwenden kannst, um dein Essen kurz vor anzuordnen, wenn du es nicht wenigstens so arrangierst, dass es wie ein lustiges Gesicht aussieht. Endlich ist die Flasche alle und er platziert sie genau in der Mitte des Vierecks. Er hebt sie hoch und stellt sie noch zweimal an genau der gleichen Stelle ab, bevor er zufrieden ist. Prost. Sie nehmen alle ihre Tassen und nehmen einen tiefen Schluck. Zuletzt wendet sich der Anführer dir zu. Was benötigst du? Was hat dich zum Todesfall geführt? Wir hatten einen Vertrag mit der Valian Trading Company, um eine ihrer most valuable properties. Wir hatten einen Vertrag mit der Valianischen Handelsgesellschaft, um eines ihrer wertvollsten Besitztümer zu schützen. Er strahlt voller Stolz. Wenn du nach Arbeit suchst, empfehle ich sie kaum. Sie zahlen gut und sie zahlen auf Zeit. Wenn du nach Arbeit suchst, kann ich sie herzlich empfehlen. Sie zahlen gut und sie zahlen pünktlich. Er hebt eine Tasse und seine Gefährten tun das ebenfalls. Kennst du den Weg zur Graberstraße? Er rümpft die Nase. Das klingt unsanitary. Das klingt nicht sehr hygienisch. Okay. Tja, ich habe... Ja, Enios Unterkunft ist direkt südwestlich von Bias Unterkunft. Ich habe aber immer noch nicht Persa gefunden. Well, if you insist. Indeed. Wenn ich Pech habe, finde ich ihn hier auch nicht mehr. I'll try my best. Hope, I suppose it can't be helped. Ja, hier ist nur eine aufgegebene Katze. Aber Persa müsste hier im Loch sein. Außer ich muss abwarten, bis Persa kommt. Vielleicht sollte ich mal die Wirtin danach fragen. Also erstmal nicht nach der Graberstraße, sondern nur nach Persa. So, da ist ein hungriger Hund. Und noch mehr Quok. Dude, die sechszähige Katze. Plus eins Verfassung. Oh, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Probe pro Tötung, 10 Gesundheit wiederhergestellt. Der Hund klingt ziemlich gut. Und sie, was gibt sie? Ja. Dann nehme ich lieber mal Deus. Ja, jetzt habe ich wieder zwei neue Haustiere. Ich muss mir demnächst doch mal diesen Bauplan besorgen, um meine Tiere auf dem, also anderen Tiere auf dem Schiff unterzubringen. Vielleicht muss ich auch einfach nur ein paar Stunden in der Schenke warten und dann kommt vielleicht Persa irgendwann mal. Dass ich mir vorknüpfen kann, bevor die Sache mit dem anderen Ding schief läuft. Sogar Xaurips sind hier. Die Orleanerin, die von Kopf bis Fuß in Zobelpelz gehüllt ist, lehnt an der Bau und zählt Wechselgeld. Sie lächelt dich breit an, als sie bemerkt, dass du näher kommst, und steckt sich dann die Mütze in deinem Zinkern in die Tasche. Hey, Freshface. Welcome to the hole. Just got two rules, yeah? Keep your hands to yourself and don't fall in. Hey, ja, neues Gesicht. Willkommen im Loch. Es gibt nur zwei Regeln, ja? Behalte deine Hände bei dir und falle nicht hinein. Need something? Brauchst du was? Das Medaillon zeigen. Sagt dir das hier etwas? Whoa now, Freshface. Ain't right to go waving that thing around just wherever. Ey, mal langsam, Frischling. Es ist nicht klug, das Ding überall herumzuwedeln. I know a Mataru trap when I see one. And I'm not looking to be snared. Keep that what's it to yourself. Ja, lass uns das ein anderes Mal diskutieren. Need something? Ja. Was ist das für ein Ort hier? I've been here so long as there's been a gullet. Though it ain't always been mine. Das Loch gibt es schon lange wie den Schlund, aber es hat nicht immer mir What's gehört. A neighborhood without a place to get pissed drunk and lose your pants? Was ist ein Viertel ohne einen Ort, an dem man sich total besaufen und auch mal die Hosen runterlassen kann? Wie bist du hier gelandet? It's a bit of a story. See? Naja, das ist eine lange Geschichte, siehst du? I rode a whale into port in the middle of a storm. The Juana took one look my way and knew there was no one who could run the hole but me. Ich habe mitten in dem Sturm einen Wal in den Hafen geritten. Johanna warf einen Blick auf mich und wusste sofort, dass niemand sonst das Loch führen konnte außer mir. Ja. Ich möchte etwas kaufen. Ja, ich brauche Proviant. Ja, lassen wir das mal. Also hier würden wir Ale kriegen. Grog. Rum. Vergessliche Nacht. Grabeintopf. Herfwarzen. Palonüsse. Ich kaufe mal nur das Ale. Tja, und dann können wir jetzt gerade nichts anderes machen, als ein bisschen zu warten. Warten wir mal bis Mitternacht. Kann halt wie gesagt sein, dass wir das schon nicht mehr hinkriegen können, weil wir den Typen hier einfach nicht mehr finden werden.
Ja, im Augenblick sind hier nur Piraten unterwegs. Oh, hey, stimmt ja, hier sind noch Hinterzimmer. Fällt mir jetzt gerade so auf, dass hier Hinterzimmer sind. I'm starting to miss the gruel in Gilded Vale. Fleischstücke nicht identifizierbar. Komm, fliegen auf der Theke herum. Was ist mit dir denn? Why do you bother me, little Kith? Warum belästigst du mich, kleiner Gestandener? Hey, ich bin nicht klein. Macht es dir Spaß, hier zu arbeiten? Nein, sie spuckt einen dicken Klumpen Spucke aus. Das Land spritzen neben dem Essen, das sie zubereitet. Reeks of illness. The beds are too small. An imp tried to nest in my hair. And Firna, the tavern keeper, refuses to give me more than one day off a month. How am I supposed to hunt when I am chained to this stove? Der Sturm klingt nach Krankheit, die Betten sind zu klein. Ein Imp hat versucht, in meinem Haar zu nisten und Firna, die Wirtin, weigert sich, mir mehr als einen Tag pro Monat freizugeben. Wie soll ich auf die Jagd gehen, wenn ich an diesen Herd gefesselt bin? Sie verzieht das Gesicht zu einer Grimasse. Maybe I'll become a pirate. Get myself a bird and an eye patch. Pa, vielleicht wäre ich eine Piratin. Besorg mir einen Vogel und eine Augenklappe. Hey, ich bin nicht klein. Für mich seid ihr alle klein. Sie kneift die Augen zusammen und legt ihre breite, schräge Stirn in Falten. Klein und matschig. Du solltest dich meiner Mannschaft anschließen. Wie meinst du das? Ihre Augen verengen sich und sie betrachtet dich mit neuem Interesse. Du weißt schon, auf einem Boot. Tell me why and in what capacity I should join your crew. Ich bin nicht dumm und du herablassende kleine Milbe. Ich will sagen, warum und in welcher Funktion ich mich in deiner Mannschaft anschließen soll. Sie gibt einen grunzenden Lauf von sich. Sie hebt einen Fleischklopfer hoch und schlägt damit auf ein fragwürdig aussehendes Stück Fleisch ein. Es macht ein Geräusch wie ein feuchtes Platschen. Ja, wir haben reichlich Kanonen, aber nicht genügend Leute, um sie zu bemannen. Particularly when several of them fire in sequence and lay waste to the ships of my enemies. Ich weiß eine gut gespielte Kanone zu schätzen, besonders dann, wenn mehrere von ihnen nacheinander feuern und die Schiffe meiner Feinde versenken. Nachdenklich legt sie einen Finger an die Lippen. Also? I don't work for free. Ich arbeite nicht umsonst. Sie gibt einen grunzenden Laut von sich. Na, vielleicht später. Wie du willst. Wenn wir ein größeres Schiff haben, dann bestimmt. Aber... Notizen, Mannschaft. Nekatakaloch. Köchin. Kanonen. So. Das könnte es hier sein. Ein Mann in Rüstung steht hinter einer Wand und betrachtet eine leicht bekleidete Frau, die mit einer Handvoll Drähte beschäftigt ist. Im Raum wird es still und alle Blicke richten sich auf dich. Wir haben nicht vor, euch zu stören. Macht ruhig weiter. Den hier kenne ich nicht, Bär. Sie nickt in deine Richtung. Ja, Perser, wir haben sie gefunden. Wir haben gebeten, nicht gestört zu werden. Was tust du hier? Er greift seine Waffe und mustert dich genau. Tut mir leid, man hat mich geschickt, um eure Getränkebestellung entgegenzunehmen. Bist du nicht eine der Badetto-Wachen? Perser, Zili erwähnte, dass du vielleicht etwas über einen Verliererplan weißt. Verzeihung, falsches Zimmer. Bist du nicht eine der Badetto-Wachen? Nun, damit können wir den eleganten Höflichkeiten ein Ende setzen. Bär macht seine Waffe bereit, seine Gesichtszüge verharren sich zu einem grimmigen Entschlossenheit. Du hast mir gesagt, dass du nicht verfolgt wurdest. Bad news for our new friend. Hey, Sally darf nicht wissen, dass ich hier war. Schlecht für unseren neuen Freund. Er knischt mit seinem Kiefer und kommt auf dich zu. Bär ergreift die Waffe, um dich zu stellen, während Perser in Deckung geht. Xodi, Waffen. Alof. Geschosse. Du, hau mal wild um dich.
Und ich gebe mal zur Jagd frei. Ach ja, Adder buffen. So, die sicherheitshalber mein heiligen Glanz. Oh, Einbrecher, schwer verwundet. Naja, kümmere dich mal um den da. Der Badato-Priester sollte mal weg. Und der Typ da sollte auch unbedingt weg. Lava,